Wir haben uns in der letzten Episode der unlösbaren Aufgabe genähert, die Erfahrung der Christen mit dem Islam in jenen Jahrhunderten zu beschreiben, die dem ersten Kreuzzug vorangegangen waren. Und dies ist deshalb eine unlösbare Aufgabe, da die arabischen und türkischen Fürsten, die im 9., 10. und 11. Jahrhundert über dem Nahen Osten geherrscht haben, oft mit unterschiedlichen Gesinnungen an ihr Werk gegangen sind. So war vor 1000 Jahren der Alltag im heutigen Syrien, Irak oder Palästina nicht so sehr von der Auseinandersetzung der Moslems mit den jüdischen oder christlichen Minderheiten bestimmt, sondern erlebte seine dunklen Augenblicke insbesondere durch Konflikte innerhalb des arabischen und türkischen Kulturkreises. Und dies waren keine Animositäten kampfwütiger Fürsten. Krieg zu führen glich hier beinahe einer Notwendigkeit, denn dies ist ein Zeitalter, in dem Monetarismus noch nicht jenen Stellenwert besitzt, wie wir es seit der Renaissance kennen. In diesem Jahrhundert war nicht Geld das Wichtigste, sondern der Boden. Darin unterschieden sich Europa und Arabien überhaupt nicht. Und wer den Konflikt verlor, wurde tributpflichtig. Und Tribute zu erhalten bedeutete Nahrung aus dem Nachbarland, für die man nicht arbeiten musste. Ein Fürst, der viele Tribute empfing, konnte es sich leisten, das Volk in gute Laune zu versetzen. Das Gejammer der Unterlegenen aus dem Nachbarland spielte dabei keine Rolle. Die Präsenz von Islam vor den Toren Europas war in der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts eine anhaltende Realität und seit Jahrzehnten, ja eigentlich seit Jahrhunderten, Teil der kollektiven Psyche. Und auch wenn man vielleicht den Versuch unternimmt, in einer Aufarbeitung dieser Ereignisse auch für die Mauren, die Araber und die Seldschuken die Lanze zu brechen und sie nicht ausschließlich als Dämonen aus der Wüste stigmatisieren möchte, kommt man nicht daran vorbei, dass sie unentwegt eine Expansion in den Norden und Nordwesten anstrebten. Sie kontrollierten einen beachtlichen Teil des westlichen Mittelmeers, hatten Süditalien und Sizilien annektiert und scheiterten hier erst Jahre später an den Normannen, deren Auftritt auf der Weltbühne für viele Südvölker einer Überraschung glich. Wir haben auch festgestellt, dass sich in diesen Jahren die türkischen Seldschuken zwischen arabische Gebiete und Byzanz dazwischen geschoben haben. Der Druck auf Byzanz wurde damit nur verstärkt. Doch eine Allianz zwischen Seldschuken und Arabern schied letztendlich aus kulturellen Gründen aus. Und die Seldschuken waren Sunniten, während ihre größten Konkurrenten in der Levante die Fatimiden Schiiten waren. Dennoch war der Islam für die Europäer ein stetiges Bedrohungsszenario. Die Christen hatten in der Regel nur wenig Kenntnis über die Beschaffenheit dieser fremdartigen Religion und hielten die Moslems meistens für Polytheisten und Teufelsanbeter. Und dieser Sachverhalt wurde von zusätzlichen Ereignissen begleitet, die für uns heute als harmlos gelten würden, doch in 1095 die Menschen sehr beunruhigten, wie zum Beispiel Himmelsphänomene. Sie tauchten in vielen Aufzeichnungen auf, wie in der Angelsächsischen Chronik. Heute wissen wir, dass es vor allem Lyriden waren, Meteoritenschauer, die im April einkehren, und ein Nebeneffekt des, die meiste Zeit unsichtbaren, Kometen C1861 G1 Thatcher sind. Lyriden kann man auch heute beobachten, jedes Jahr im April mit unterschiedlichen Stärken und Ausprägungen. Doch heute sind wir so beschäftigt mit unserem elektrischen, hektischen Leben, dass wir solche Ereignisse gar nicht mitkriegen. Doch im Mittelalter war es in der Nacht dunkel, sehr dunkel. Und die Ereignisse am Himmel konnten sich sehr, sehr sichtbar und mächtig anfühlen, zumal man auch keine ausweichende Erklärung für sie hatte. Es waren Omina. Doch Omina von was? Wer sich für Astronomie und Geschichte interessiert, dem kann ich die im Internet vorhandenen Forschungsergebnisse von Darren Baird empfehlen, zusammengefasst unter dem Titel Astronomical References in the Anglo-Saxon Chronicles. Link befindet sich unten. Im selben Jahr gab es auch viele Menschen, die beobachtet haben wollten, dass sich Wolken am Himmel zur Kreuzform verbanden. Wir nennen dieses Phänomen heute Pareidolia. Unser Geist ist imstande, in allen zufälligen Strukturen vertraute Muster zu erkennen. Sogar Gesichter auf dem Mars. Doch als sich im Mai 1095 ein Bauer beim französischen Boulogne weigerte zuzugeben, ein solches Kreuz am Himmel gesehen zu haben, wurde er kurzerhand gehängt. In dieser Atmosphäre findet also das Schlüsselereignis der Kreuzzugsbewegung statt. Die berühmte Rede von Papst Urban II. Bei der Synode von Clermont. Die Synode von Clermont war eine Bischofskonferenz, die vom 18. bis zum 28. November 1085 im Herzen des heutigen Frankreichs stattgefunden hatte, in der Stadt Clermont, die man seit dem 17. Jahrhundert allerdings Clermont-Ferrand nennt. Der Anlass der Synode waren vor allem die aktuellen kirchlichen Themen jener Zeit,
also der anhaltende und keineswegs gelöste Investiturstreit, die Reformpläne von Papst Urban, aber vor allem der sichtbarste Makel auf dem Antlitz der Kirche dieser Tage, das päpstliche Schisma. Clemens III. War zu diesem Zeitpunkt noch immer der Gegenpapst in Rom, allerdings nur dank der Unterstützung des deutschen Kaisers Heinrich IV. 11 Jahre zuvor, in 1084, hatte Clemens III. Heinrich zum Kaiser gekrönt, während Urbans Vorgänger Gregor VII. In das normannische Salerno ins Exil geflohen war. Für eine ganze Weile war Clemens der Stärkere in diesem Machtkampf, denn Gregors Nachfolger, Viktor III., konnte nur wenig gegen ihn ausrichten, sodass all die gregorianischen Reformen in diesen Jahren nur wenig vorankamen. Als im Frühjahr 1088 Odo de Chatillon in Terracina zum Papst Urban II. Gekürt wurde, erbte er eine nur wenig reizvolle Position. Der Gegenpapst Clemens III. War in all den Jahren nicht tatenlos gewesen. Er hatte selbst zahlreiche Konferenzen einberufen und überließ seine Machtposition nicht ausschließlich dem schützenden Arm des deutschen Kaisers, sondern reparierte zunehmend sein Verhältnis zu französischen Landesherren und verstärkte die Einflussnahme der Kirche auf Spanien. Urban II. Trat somit bereits mit einem gehörigen Rückstand an den Start. Das päpstliche Schisma war keine passive Angelegenheit. Wie bei einer Art geopolitischem Brettspiel galt es für beide Päpste, möglichst viele Bistümer für sich zu gewinnen. Manchmal kam es eben zu Überlappungen und Doppelbesetzungen, sodass zwei Bischöfe ein und dasselbe Bistum für sich beanspruchten. Militärische Konflikte waren manchmal die Folge. Für Urban und die ihm treuen Bischöfe war somit auf der Synode von Clermont das gespaltene Papsttum sicherlich das zentrale Thema. Jeder hatte erwartet, dass Urban über nichts anderes reden würde, als über Clemens und das Schisma und die Simonie. Schließlich gab es doch für Urban noch viele Bistümer für sich zu gewinnen, wollte er Clemens einholen und vor allem von der Bühne verdrängen. Und dies waren eben die Talking Points dieser Ära. Für Urban waren das keine einfachen Jahre gewesen. Denn er musste unentwegt um die Befürwortung durch die Grafen und Fürsten kämpfen, doch gleichzeitig wurde er als Hoffnungsträger und Reformpapst angesehen. Und dazu gehörte es auch, einigen Feudalherren die Stirn zu bieten, widersprach ihr Verhalten den gregorianischen und cluniensischen Reformideen. Eines dieser Probleme war das Eheleben von Philipp I. von Frankreich. Und das ist eine Geschichte, die gut zeigt, weshalb die Reformideen dieser Zeit für so wichtig erachtet wurden. Die Kirche hatte in diesen Jahrzehnten eine wichtige Rolle erfüllt, eine Rolle, die bei der üblichen Mittelalterkritik manchmal etwas vergessen wird. Ja, die Mission der frühen Jahrhunderte mochte darin bestehen, heidnische Häuptlinge und Lokalfürsten in das christliche Boot zu holen, doch auch jetzt, da Europa beinahe vollständig christlich war, zeichnete sich bei vielen Aristokraten und Rittern ein raues und grausames Bild ab. Zu oft flammten lokale Konflikte auf zwischen dem Adel und den Bauern. Zu oft hieß es, dass die Ritter nur eine schindende Plage für ihre Umwelt waren. Viele Landesfürsten mochten sich bei diversen Anlässen gerne als fromme Christen profilieren, doch oft waren sie nur machtgierige Schurken, die das Gefühl hatten, über jeglichem Recht und Gesetz zu stehen. Die Kirche sah also bereits seit Generationen ihre Aufgabe darin, die Anführer jener Zeit an ein edelmütigeres Weltbild heranzuführen. Pietät, Frömmigkeit, Edelmut, das sollten die Begriffe der Aristokratie sein. Das unmittelbare Mittel dieser Bestrebungen war natürlich die Predigt, die man damals noch mit mehr Aufmerksamkeit verfolgte, als es heute der Fall ist. Es gab aber auch deutlich abergläubischere Elemente dieser Strategie, wie das Segnen von Schwertern und Waffen, die dem Ritter freilich nur dann zuteil wurden, wenn er sich dafür als würdig erwies. In jenen Jahren also wird diese tief mittelalterliche Idee geboren, dass der Herrscher, der Edelmann und der Ritter dem gemeinen Mann gegenüber eine Vorbildfunktion haben sollte. Denn wie soll man von den Lehen erwarten, dass sie ehrbar und fromm sind, wenn der Adel es nicht ist? Philipp I. von Frankreich hatte in 1072 Bertha von Holland, auch manchmal als Bertha von Friesland bekannt, geheiratet. Dies war erwartungsgemäß eine unterkühlte Zweckehe, die ihre Aufgabe mit der Zeugung eines Nachkommen eigentlich erfüllt hatte. Der französische König, altersmäßig tief in der Midlife-Crisis, verliebte sich prompt in Bertrade de Montfort, der Ehefrau des Grafen Fulco von Anjou, der von seinen Zeitgenossen auch als der Griesgram bezeichnet wurde. Es benötigt also nicht viel Vorstellungskraft, um zu sehen, weshalb im Jahr 1092 Bertrade ihren Ehemann verließ und direkt in die Arme des französischen Königs rannte. Eine solche Verfehlung hätte die Kirche stirnrunzelnd dulden können, hätten sich beide Ehebrecher diskret verhalten und die Öffentlichkeit gemieden.
Doch als Philipp im selben Jahr seine Frau Bertha verstieß, übrigens mit der Begründung, sie sei zu fett, und Bertrand heiratete, platzte dem Klerus der Kragen. Die erste von vielen Exkommunikationen Philipps hatte stattgefunden. Das Ganze wurde zu einer Affäre, die sich über Jahre zog. Philipp und Bertrand hatten sich immer wieder getrennt, um die Kirche zu beschwichtigen. Doch über die Jahre flog ihre heimlich weitergeführte Ehe immer wieder auf und zog weitere Verlängerungen der Exkommunikation nach sich. In diesen Jahren galt dies als einer der größten Skandale des französischen Europas und brachte allerlei uncharmante Gerüchte und Behauptungen über das untrennbare Liebespaar hervor. Doch die Probleme lagen hier viel tiefer. Philipp pflegte die Simonie und sah den Ausverkauf von Bischofsämtern als eine Tradition an, die bis zurück zu Karl dem Großen zurückging. Ihn wegen seiner Bigamie anzugreifen, hatte damit vermutlich auch das Ziel, Philipp, der sich den Reformideen Gregors und Urbans widersetzte, auf die neue kirchliche Linie zu bringen. Doch Philipp und Bertrand waren so ausgebufft, dass sie sich auch nicht zu schade waren, barfüßig bei öffentlichen Bußauftritten ihre Reue zu beteuern und im Staub das Volk um Vergebung anzuflehen, während sie ihre illegitime Ehe von Jahr zu Jahr immer weiter fortgesetzt haben. Urban hatte nun bei der Synode von Clermont den Bann gegenüber Philipp I. von päpstlicher Seite bestätigt. Doch er hatte bereits im Vorfeld des Konzils deutlich gemacht, dass er über ein ganz anderes Thema sprechen wird. Am 27. November, am vorletzten Tag, begann er über die Probleme im Osten zu sprechen. Dies wird etwas gewesen sein, was die Eingeweihten und jene, die Odo nahestanden, bereits erwartet hatten. Doch es ist nicht anzunehmen, dass zu diesem Zeitpunkt allen der 300 anwesenden Kleriker bewusst war, dass Urban hier und heute begonnen hatte, die geostrategische Rolle der Kirche für Jahrhunderte voraus zu definieren. Die antagonistische Begegnung zwischen dem Christentum und dem Islam sollte von nun an eine unverrückbare Realität sein. Ein Thema, das auf Generationen die Ideologie der Kirche prägen sollte. Die Begegnung zwischen den Christen und den Mauren, den Abbasiden, den Fatimiden und den Seldschuken war bis dahin mehr ein geostrategisches Thema, wenn auch getränkt mit religiösen Untertönen, da die Andersartigkeit der Moslems gerade auf die einfachen Christen besorgniserregend gewirkt haben muss. Dies war keine überraschende Xenophobie. Doch Urban hatte die Absicht, hier gerade von kirchlicher Seite die Fronten klarer darzustellen. Für seine Hauptrede begab sich Urban nach draußen, außerhalb der kirchlichen Räume. Er wollte, dass nicht nur die anwesenden Bischöfe seine Worte vernahmen. Die Zuhörerschaft sollte möglichst groß sein. Und so hält Otto de Chatillon alias Urban II. Die wichtigste Rede seiner Laufbahn. Er ist 53 Jahre alt und hat an dieser Stelle noch 4 Jahre zu leben. Die Novembertemperaturen sind in dieser Region durchaus kühl und so wird das Wetter recht frisch gewesen sein. So ist die Rede knapp und deutlich. Sie scheint sich nicht in langatmigen Metaphern und Wortspielen zu verlieren. Über den Wortlaut seiner Ansprache wurde viel diskutiert. Obwohl die Rede viel Erwähnung in mittelalterlicher Sekundärliteratur findet, kann man davon nur wenig als authentisch ansehen. Es gibt gegenwärtig nur 6 oder 7 Quellen, die sich schriftlich mit dem Redeinhalt auseinandergesetzt haben und denen eine gewisse Authentizität zugesprochen wird. So hat der vielgelesene Chronist William of Malmesbury, der ein Zeitgenosse der Ereignisse war, über die Rede des Papstes geschrieben, doch stammen seine Informationen aller Wahrscheinlichkeit nach von Fulcher von Chartres und wurden erst 30 Jahre nach der Rede abgeschrieben. Ohnehin sind all diese Texte erst nach dem Ausbruch des Kreuzzugs entstanden und so kann man annehmen, dass im Detail hier eine starke Färbung stattfindet. Und auch innerhalb dieser 6 Quellen gibt es einen unterschiedlichen Glaubwürdigkeitsgrad. Doch die Quellen erlauben eine interessante Überlagerung der vorhandenen Informationen, sodass sich doch gewisse Teile der Rede aus dem Nebel der Geschichte abzeichnen. Die 6 Urheber werden in der Regel in 3 Gruppen aufgeteilt. Da sind erstmal jene Chronisten, die nicht dabei gewesen sind, als Urban seine Rede hielt. Dann Chronisten, die möglicherweise dabei gewesen sind. Und Chronisten, bei welchen man allgemein annimmt, dass sie tatsächlich dabei gewesen sind und Urbans Ansprache mit eigenen Ohren gehört haben. Mit 100%iger Gewissheit kann man es über keinen der Chronisten sagen, denn es gibt hierzu keine Sekundärberichte. Niemand hat woanders geschrieben, ach ja, und Fulcher von Chartres, der war auch da, den habe ich in der Menge gesehen. Das ist nicht wie heute, wo jeder alles gleich mit dem Handy fotografiert. Dies ist eben eine Zeit, in der die meisten Menschen nicht lesen konnten und somit in aufgeschriebenem Wort außerhalb der biblischen Texte relativ wenig Nutzen oder Sinn sahen.
Die Chronisten schrieben somit erstmal für einen sehr engen Kreis aus Leuten. Und sie konnten lediglich damit rechnen, dass ihr Schriftbeitrag Einzug in eine Klosterbibliothek findet und damit später anderen Autoren zum Zitieren oder zur Abschrift dienen kann. Von diesen Verfassern ist Robert der Mönch der Einzige, der behauptet, an diesem denkwürdigen Tag in Clermont dabei gewesen zu sein. Doch seine Glaubwürdigkeit hierbei steht auf wackeligen Füßen. Seine Art, die Ereignisse zu beschreiben, deutet recht direkt an, dass er dabei gewesen war. Doch es scheint sich wohl nur um die Übernahme der Perspektive von Fulcher von Chartres zu handeln. Fulcher von Chartres wiederum selbst lässt diesen Punkt offen, doch er wird von vielen Historikern als der Champion unter den Chronisten behandelt, denn er gehörte auch zu jenen Chronisten, die bei dem Kreuzzug dabei waren, und so stammt zahlreiches Wissen über die Reise der Kreuzfahrer aus seiner Feder. Doch seine Glaubwürdigkeit speist sich indirekt aus der Tatsache, dass er in seinen Beschreibungen zuerst auf die Rede des Papstes an die Geistlichen eingeht, also eine Rede, die vermutlich einen Tag zuvor stattgefunden hatte und nur direkt an die Kleriker und Bischöfe gerichtet war. Das lässt die Vermutung zu, dass Fulcher auch drin in der Kirche bei den unmittelbaren Synodegesprächen dabei gewesen war. Baudry de Deuil, auch bekannt als Baldric von Bourgueil, Erzbischof von Dole, behauptet an zwei Stellen, dass er beim Konzil dabei gewesen war. Doch die Historiker sind da sehr gespalten, zumal Baldric ein recht zwielichtiger Charakter war. Er war ja eindeutig im Lager der Reformpäpste Gregor, Viktor und Urban, doch galt er als eitel und von Machtambitionen zerfressen. So soll er zum Beispiel mit der zuvor erwähnten Bertrade von Montfort konspiriert haben, um mittels Simonie das Bischofsamt von Orléans zu erlangen. Ein Plan, der nicht geglückt war. Falls er also zu jenen gehörte, die beim Konzil von Clermont beim Papst applaudierten, war er doch ein ziemlicher Heuchler. Für Leopold von Ranke hatte Baldric noch als der glaubwürdigste Zeuge gegolten, doch seitdem wurde er von den Historikern doch zunehmend herabgestuft. Der anonyme Verfasser der Gesta Francorum et Aliorum Hero Soli Mitanorum, zu Deutsch die Taten der Franken und anderer, die nach Jerusalem gingen, gilt als eine der wichtigsten Quellen, die wir über den Verlauf des ersten Kreuzzugs haben. Der namenlose Verfasser war Normanne, der ähnlich wie Fulcher beim Feldzug nach Jerusalem dabei gewesen war, und so präsentiert uns sein Text einen wertvollen Augenzeugenbericht. Doch er hatte nie behauptet, in Clermont gewesen zu sein und beschreibt dieses Ereignis aus zweiter Hand. Interessant ist jedoch, dass sein Bericht über die Papstrede nicht auf dem Text von Fulcher basiert, was bei den anderen Chronisten der Fall zu sein scheint. Bei dem Abt Guibert de Nogent hatte man lange Zeit angenommen, er sei tatsächlich in Clermont dabei gewesen. Überwiegend, weil seine Darstellung der Papstrede von den anderen abweicht, so dass er für einige Historiker sogar der authentischste Berichterstatter von Clermont war. Doch sein Gesamtwerk Dei Gesta per Francos, sprich Gottes Taten durch die Franken, gilt heute als eine reine Paraphrase der Arbeit von Fulcher, was seiner historischen Glaubwürdigkeit stark geschadet hat. Erwähnt sollten auch zwei weitere Quellen werden. Die eine ist der bereits angesprochene William von Malmesbury. Sein Bericht über die Rede von Papst Urban gilt weitgehend als ein Derivat aus Fulchers Text, doch tauchen darin einige Details auf, die darüber hinausgehen. William von Malmesbury selbst behauptet, seine Quellen seien mehrere Augenzeugen gewesen. Dies kann man glauben oder auch nicht. Letztendlich muss man sich auch bei den vorrangigeren Berichterstattern wie Fulcher oder Robert ein wenig aus dem Fenster lehnen. Denn schließlich weisen alle in ihren Berichten auch Fehler und Fehlinformationen auf. Damit darf man diese kleine Tabelle nicht als eine endgültige Wahrheit ansehen. Einige der Chronisten sind möglicherweise in der falschen Spalte. Wir werden es vermutlich nie erfahren. Das Ganze ist also ein riesiges Puzzle, das über Jahrhunderte unzählige Historiker beschäftigt hatte. Es hatte viele Versuche gegeben, aus einer Überlappung der vorhandenen Quellen und einer Ausschließung unglaubwürdiger Details eine bestmögliche Version dieser berühmten Rede herzustellen. Es gibt natürlich noch einen Kronzeugen, den wir an dieser Stelle gar nicht erwähnt haben, Urban II. Selbst. Nun hat der Urban keine Abschrift seiner Rede angefertigt, was ausgesprochen schade ist, doch er hatte in den Wochen nach der Rede selbst den Geist oder den Grundgedanken der Rede in einigen Briefen wiedergegeben. Wenn man nun davon ausgehen kann, und dieser Gedanke ist gar nicht so abwegig, dass öffentliche Personen, die regelmäßig zu einem bestimmten Thema referieren, dazu neigen, bestimmte Formulierungen öfter zu übernehmen und sie sich tief einzuprägen. In der amerikanischen Politik nennt man das ja die Talking Points. Wenn ich zum Beispiel die Auftritte eines Politikers bei mehreren Talkshows verfolge, stelle ich schnell fest, dass ganze Sätze und Formulierungen identisch, ja manchmal fast wortgleich sind.
Das könnte man kritisieren, aber auf der anderen Seite ist es auch eine absurde Erwartung, dass dieser Mensch denselben Gedanken zu 10 verschiedenen Anlässen ganz anders ausformuliert. Das wäre eine Zumutung. Somit ist es nicht überraschend, wenn zwei Interviews sich durchaus ähneln und manchmal auch identische Formulierungen beinhalten. Darum stellt man sich natürlich die Frage, ob die Korrespondenz von Urban nicht ganze Sätze beinhaltet haben mag, die auch schon so bei der Rede in Clermont gefallen waren. So könnte es natürlich sein, dass der einzige Verfasser, der wirklich dabei war, nur Urban der Zweite selbst ist. Doch das werden wir vermutlich nie mit hundertprozentiger Sicherheit erfahren. Der amerikanische Historiker Dana Carlton Monroe hatte in 1906 zu dem Problem der Augenzeugen von Clermont einen Aufsatz in der American Historical Review geschrieben. Den kann man auf dem Server der Oxford University Press downloaden. Ich stelle den Link unter das Video. Monroes Text ist sicherlich bei der Frage der Glaubwürdigkeit der einzelnen Chronisten etwas überholt, doch seine Betrachtung der textlichen Überlappungen zwischen den Versionen liest sich recht spannend. Doch letztendlich ist die Frage dessen, ob jemand persönlich im November 1095 beim Konzil dabei gewesen ist, doch irgendwie auch sekundär, verglichen mit der Frage, ob der Text selbst authentisch ist, ungeachtet seiner Herkunft. Und natürlich ist es so, dass auch jene, die als Augenzeugen bei dieser Rede dabei gewesen sind, sich Jahre später nur auf ihr Gedächtnis verlassen mussten, wenn sie die Rede des Papstes niederschrieben. Es wäre natürlich smarter gewesen, vorher Abschriften der Rede anzufertigen und diese an all die anwesenden mittelalterlichen Journalisten zu verteilen. Doch das war gleich aus zwei Gründen nicht möglich. Es scheint doch, dass die Rede ungeachtet möglicher Vorbereitung seitens des Papstes doch weitgehend improvisiert war. Der andere Grund, weshalb es keine unmittelbare Berichterstattung über dieses denkwürdige Ereignis gibt, hat damit zu tun, dass diejenigen unter den Zuhörern, die uns später als die Chronisten der Kreuzzugsanfänge bekannt werden sollten, damals noch nicht gewusst haben, dass die Geschichte ihnen diese Rolle zuspielen wird. Damals waren sie nur einige von vielen, Mönche, Laien, sie alle ließen sich von Urban anstecken und sich von ihm begeistern. Ihre Agitation fand in den darauffolgenden Monaten und Jahren vor allem mündlich statt. Doch ich möchte an dieser Stelle das Wort lieber jenen erteilen, die von den Kreuzzügen nicht nur tausendmal mehr verstehen als ich, sondern es auch verstehen, die Ereignisse spannend wiederzugeben. Wir fangen mit der berühmten Geschichte der Kreuzzüge von Stephen Runciman an. Papst Urban traf im Spätsommer 1095 in Frankreich ein. Am 5. August war er in Valence und am 11. August erreichte er Le Puy. Von hier aus sandte er Briefe an die Bischöfe Frankreichs und der Nachbarländer und ersuchte sie im November zu Clermont mit ihm zusammenzutreffen. Inzwischen wandte er sich nach Süden, um den September in der Provence, in Avignon und Saint-Gilles zu verbringen. Anfang Oktober war er in Lyon und von dort begab er sich nach Burgund. Am 25. Oktober weihte er in Cluny den Hochaltar der großen Basilika, die Abt Hugo zu bauen begonnen hatte. Von Cluny reiste er nach Sauvigny bei Moulins, um der Grabstätte des heiligen Maiolus, des heiligsten aller cluniazensischen Äbte, seine Ehrfurcht zu erweisen. Hier schloss sich ihm der Bischof von Clermont an, um ihn in die Bischofsstadt zu geleiten, wo alles für das Konzil gerüstet war. Indes er so unterwegs war, befasste sich Urban unablässig mit den Angelegenheiten der Kirche in Frankreich, organisierte und verbesserte, zollte Lob und erteilte Tadel, wo sie am Platz waren. Aber seine Reisen gestatteten es ihm darüber hinaus, auch seinen weitergespannten Plan zu verfolgen. Wir wissen nicht, ob er während seines Aufenthalts im Süden persönlich mit Raymond von Saint-Gilles, dem Grafen von Toulouse und Marquis de Provence zusammentraf, der sich bereits durch seine Führung des Heiligen Kriegs in Spanien eines großen Rufs erfreute. Aber er stand in Verbindung mit ihm und hatte von seinen Erfahrungen vernommen. In Cluny konnte er mit Männern sprechen, die über den Pilgerverkehr sowohl nach Compostela als auch nach Jerusalem Bescheid wussten. Sie konnten ihn über die großen Schwierigkeiten unterrichten, welche die Palästina-Pilger angesichts des Zerfalls der türkischen Autorität im Heiligen Land zu erdulden hatten. Er erfuhr, dass nicht nur die Straßen durch Kleinasien gesperrt waren, sondern dass auch das Heilige Land selbst den Pilgern praktisch verschlossen war. Das Konzil zu Clermont tagte vom 18. bis 28. November 1095. Einige 300 Kirchenmänner waren erschienen und ihre Arbeit umfasste ein weites Gebiet. Was allgemeine Fragen betraf, so wurden die Erlässe gegen die Laieninvestitur, die Simonie und die Eheschließungen der Geistlichen wiederholt und der Waffenstillstand Gottes neuerlich befürwortet. Im Einzelnen wurden König Philipp wegen Ehebruchs und der Bischof von Cambrai wegen Simonie in den Bann getan und das Primat des Bischofssitzes von Lyon über die Bistümer Sens und Reims festgestellt. Der Papst jedoch wollte die Gelegenheit zu bedeutsameren Vorhaben nutzen.
Es wurde bekannt gegeben, dass sie am Dienstag, dem 27. November, eine öffentliche Sitzung abhalten und auf ihr eine hochwichtige Ankündigung machen werde. Die geistliche und weltliche Menge, welche sich einfand, war zu riesig, um in der Kathedrale, wo das Konzil bisher getagt hatte, Platz finden zu können. Also wurde der päpstliche Thronsessel auf einem Podium auf freiem Feld vor dem Osttor der Stadt aufgestellt, und hier erhob sich Urban inmitten der versammelten Massen, um zu ihnen zu sprechen. Er begann seine Rede offenbar damit, dass er seinen Hörern von der Notwendigkeit sprach, ihren Brüdern im Osten zu Hilfe zu kommen. Die Christenheit des Ostens hatte um Beistand gerufen, denn die Türken drangen ins Herz der christlichen Länder ein, misshandelten ihre Bewohner und entweihten ihre heiligen Stätten. Aber Urban sprach nicht nur von Romania, will sagen Byzanz. Er betonte nachdrücklich die besondere Heiligkeit Jerusalems und schilderte die Leiden der Pilger, die dorthin reisten. Nachdem er solcher Art ein düsteres Bild gemalt, erließ er einen großen Aufruf. Die Christenheit des Westens möge aufbrechen, um den Osten zu erretten. Reich und Arm sollte sich gleicherweise auf den Weg machen. Sie sollten davon ablassen, einander zu erschlagen und stattdessen einen gerechten Krieg führen, damit täten sie Gottes Werk und Gott werde sie anführen. Jenen, die in der Schlacht ihr Leben ließen, werde Absolution und Vergebung ihrer Sünden gewährt. Das Leben hierzulande sei wahrhaft elendiglich und voller Schlechtigkeit. Die Menschen plagten und rackerten sich, um sich an Leib und Seele zugrunde zu richten. Dort hingegen harre ihrer als der wahren Freunde Gottes ein freudvolles und gedeihliches Leben. Es dürfe kein Zögern und Zaudern geben. Jedermann sollte sich bereit machen, mit dem Anbruch des Sommers auszuziehen, und Gott werde sie führen und geleiten. Urban sprach mit glühendem Eifer und aller Kunst des großen Volksredners. Der Widerhall erfolgte unverzüglich und war überwältigend. Der Ruf Deus levolt, Gott will es, unterbrach immer wieder seine Rede. Der Papst hatte noch kaum geendet, als der Bischof von Le Puy sich von seinem Sitz erhob, vor dem Thronsessel niederkniete und um die Erlaubnis bat, sich dem heiligen Zug anschließen zu dürfen. Hunderte drängten sich alsbald heran, um seinem Beispiel zu folgen. Sodann fiel Kardinal Gregor in die Knie und wiederholte mit lauter Stimme das Confiteor, und die riesige Menschenmenge rief es ihm nach. Als das Gebet vorüber war, erhob sich Urban nochmals, erteilte die Absolution und hieß seine Zuhörer, sich heim zu begeben. Nun lese ich dieselben Ereignisse, wie sie von dem großartigen Historiker Thomas Asbridge in seinem Buch Die Kreuzzüge festgehalten wurden. In Clermont rief Urban den lateinischen Westen dazu auf, für zwei miteinander verknüpfte Ziele zu den Waffen zu greifen. Zum einen verkündete er, es sei dringend geboten, die östlichen Grenzen der Christenheit in Byzanz zu schützen. Dafür verwies er insbesondere auf das Band christlicher Brüderlichkeit, das die lateinische mit der griechischen Christenheit verband, und auf die Bedrohung durch eine angeblich unmittelbar bevorstehende muslimische Invasion. Einem Bericht zufolge drängte er seine Zuhörer, euren Brüdern an den Gestaden des Ostens so schnell wie möglich zu Hilfe zu eilen, weil die Türken sie schon bis zum Mittelmeer überrannt haben. Doch der epische Nachdruck von Urbans Rede machte bei der militärischen Unterstützung für Konstantinopel nicht Halt. Stattdessen erweiterte er in einer visionären Meisterleistung seinen Appell um ein weiteres Ziel, das, wie er sicher wusste, die Herzen aller Franken höher schlagen ließ. Er verknüpfte die hehren Ziele von Kriegsführung und Pilgerfahrt und enthüllte eine Unternehmung, die einen Pfad bis ins Heilige Land selbst eröffnen sollte, um dort Jerusalem zurückzuerobern, die heiligste Stätte der Christenheit. Urban erinnerte an die unvergleichliche Heiligkeit dieser Stadt, Nabel der Welt, wo die Quelle der gesamten christlichen Lehre entsprang, der Ort, an dem Christus lebte und starb. Trotz der unbestreitbaren Attraktivität dieser verschwisterten Ziele brauchte der Papst, wie jeder Herrscher, der zu einem Krieg aufruft, für seine Sache noch einen Anstrich von Rechtfertigung und brennender Dringlichkeit, und hier stieß er auf eine Schwierigkeit. Die jüngere Geschichte bot kein klar benennbares Ereignis, mit dem er brennenden Rachedurst hätte auslösen können. Wohl stand Jerusalem unter muslimischer Herrschaft, aber das war schon seit dem 7. Jahrhundert der Fall. Und so ernsthaft Byzanz durch angriffslustige Türken bedroht sein mochte, so wenig sah sich die Christenheit im Westen kurz vor einer Invasion oder gar Vernichtung durch den Islam. Da dem Papst also unmittelbar keine furchterregenden Gräueltaten oder akuten Bedrohungen zur Verfügung standen, auf die er sich hätte berufen können, griff er, um bei seinen Zuhörern ein Gefühl für Dringlichkeit der Sache zu erzeugen und zornigen Vergeltungsdrang zu wecken, bei der Darstellung seines geplanten Kreuzzugs zum Mittel der Dämonisierung des Feindes. Muslime werden nun als tierähnliche Wilde dargestellt, die kein anderes Ziel kannten als die barbarische Misshandlung der Christenheit.
Urban beschrieb, wie die Türken viele Griechen abschlachteten und gefangen nahmen, Kirchen in Schutt und Asche legten und das Königreich Gottes zerstörten. Er fügte hinzu, dass christliche Pilger, die unterwegs waren ins Heilige Land, von Muslimen beschimpft und ausgebeutet wurden, dass den Reichen ihre Besitztümer durch illegale Steuern abgenommen und die Armen gefoltert wurden. Wortwörtlich: Die Grausamkeit dieser gottlosen Männer geht so weit, dass sie, wenn sie vermuten, dass diese armen Menschen ihr Gold oder Silber verschluckt haben, ihnen Brechmittel zu trinken geben und sie zwingen, sich zu erbrechen oder ihr Gedärm zu entleeren und, man wagt es kaum zu schildern, sie schneiden das Fleisch auf, das die Därme bedeckt, nachdem sie den Magen ihrer armen Opfer mit einem Messer aufgeschnitten haben und mit grauenhaften Verstümmelungen offenlegten, was die Natur verhüllt hat. Von Christen, die in der Levante unter muslimischer Herrschaft lebten, wurde behauptet, sie seien durch Schwert, Raub und Brandschatzung zu Sklaven erniedrigt worden. Diese Unglücklichen seien die Opfer ständiger Verfolgung, man unterwerfe sie der Zwangsbeschneidung, entferne ihnen die Innereien und verwende sie in grausamen Ritualen als Menschenopfer. Über die fürchterlichen Schändungen von Frauen, so der Papst nach seinem Bericht, wäre es schlimmer zu reden als zu schweigen. Er scheint ausführlichen Gebrauch von solch aufwieglerischer Rhetorik gemacht zu haben, die Assoziationen hervorrief, die man heutzutage als Kriegsverbrechen und Völkermord bezeichnet. Seine Anschuldigungen hatten nichts oder fast nichts mit der Realität der muslimischen Herrschaft im Vorderen Orient zu tun. Doch kann von heute aus nicht mehr beurteilt werden, ob der Papst seiner Propaganda glaubte oder ob er absichtsvolle Manipulation und Verzerrung betrieb. Wie auch immer, seine drastische Dehumanisierung der muslimischen Welt diente der Sache des Kreuzzugs als starker Auslöser und stützte außerdem sein Argument, der Kampf gegen den fremden Anderen sei dem Krieg zwischen Christen innerhalb Europas vorzuziehen. Die Entscheidung des Papstes, den Islam derart zu verteufeln, sollte in den kommenden Jahren finstere, bleibende Folgen nach sich ziehen. Dabei ist es wichtig zu sehen, dass die Vorstellung eines Konflikts mit der muslimischen Welt in das eigentliche Wesen des Kreuzzugs nicht eingeschrieben war. Urbans Vision bestand in einem frommen Feldzug mit dem höchsten Segen Roms und er zielte zuerst und vor allem auf die Verteidigung oder Rückeroberung heiliger Territorien. In gewisser Weise war die Wahl des Islams als Feindbild fast willkürlich und es gab kaum Hinweise darauf, dass die Lateiner oder ihre griechischen Verbündeten die muslimische Welt vor dem Jahr 1095 als ihren erklärten Feind ansahen. Allein schon die Vorstellung, Rache für die abscheulichen Frevel der dämonisierten Muslime zu nehmen, beschleunigte den Puls der Zuhörer in Clermont und zog sie in ihren Bann, aber die Kreuzzugsbotschaft des Papstes enthielt einen weiteren, noch verlockenderen Köder, ein Versprechen, das den Kern der Existenz jedes Christen im Mittelalter traf. Das Religionsverständnis, auf dem dieser Köder beruhte, betonte damals besonders die überwältigende Bedrohung durch Sünde und Verdammnis, was zur Folge hatte, dass die abendländischen Christen in einen lebenslangen, verzweifelten geistlichen Kampf verstrickt waren, ihre Seele vom Makel der Sünde reinzuwaschen. Die Kirche hatte ihnen eingeschärft, nach Erlösung zu suchen, und sie waren daher hellauf begeistert, als der Papst erklärte, dieser Feldzug in den Osten sei ein heiliges Unternehmen und jeder, der daran teilnehme, erlange Vergebung all seiner Sünden. In der Vergangenheit galten selbst die gerechten Kriege, also die Akte von Gewalt, die von Gott als notwendig angesehen wurden, als in sich sündhaft. Jetzt aber stellte der Papst einen Konflikt dar, der über diese traditionellen Grenzen hinausging. Seine Sache sollte sakrale Dimensionen haben, ein heiliger Krieg, der von Gott nicht nur geduldet, sondern ausdrücklich begünstigt und gutgeheißen war. Im Bericht eines Augenzeugen wird sogar erwähnt, der Papst habe beteuert, dass Christus den Gläubigen befohlen habe, sich diesem Vorhaben anzuschließen. Um seinen Ruf zu den Waffen zu stützen, beschwor der Papst wortreich eine gefühlsmächtige Mischung von Bildern und Ideen herauf, von der Schändung der heiligen Stadt durch einen fremdländischen Feind bis zur Verheißung eines neuen Weges zur Erlösung. Auf seine Zuhörer hatte das offenbar eine elektrisierende Wirkung. Die einen hatten Tränen in den Augen, andere zitterten. Dass Ademar, Bischof von Lepuy, als erster vortrat, um sich der Sache anzuschließen, war wohl vorher abgesprochen. Am nächsten Tag wurde der Bischof zum päpstlichen Legaten ernannt, dem offiziellen Vertreter des Papstes für die bevorstehende Unternehmung. Als ihr geistlicher Führer sollte er die Pläne des Papstes vertreten, wozu nicht zuletzt die Entspannungspolitik gegenüber der griechischen Kirche von Byzanz gehörte. Gleichzeitig trafen Boten von Raimund von Toulouse mit der Nachricht ein, dass auch der Graf das Unternehmen unterstützen werde.
Urbans Predigt war ein überwältigender Erfolg. In den anschließenden 7 Monaten konnte er durch eine verlängerte Predigtreise, mit der er seine Botschaft in ganz Frankreich verbreitete, diesen Erfolg noch steigern. So nahm eine Bewegung ihren Anfang, die für das mittelalterliche Europa bis dahin unfassbar war. Natürlich ist unser Blick auf diese Anfangsmomente übermäßig simplifiziert. Wir neigen dazu, einen einzelnen Papst, Urban II., dafür verantwortlich zu machen, die geopolitische Landschaft des 12. und 13. Jahrhunderts umgeformt zu haben. Doch so war es natürlich nicht. Hinter Urban II. Stand eine motivierte Reihe aus Erzbischöfen und Bischöfen. Nicht nur Urban II. Begab sich nach dem Konzil von Clermont auf eine Reise durch die europäischen Bistümer, wo er seine Botschaft an die Christen wiederholte. Auch die anderen Kleriker und Würdenträger zogen los und vermittelten die päpstliche Botschaft. So begann eine Entwicklung, die bis heute anhält. Die Idee, dass Christentum und Islam zwei verfeindete Antipode sind, die sich so lange bekämpfen müssen, bis einer den anderen ausrottet, wurde geboren. Und sie hält bis heute an. Urban II. Erwies sich auf diese Weise als einer der brisantesten Päpste der Kirchengeschichte. Zweifelsohne kann man seine Fähigkeit, ein feudal zerrüttetes Europa, das sich tief in einer kirchlichen Identitätskrise befand, das von zwei Seiten vom Islam bedroht war und das der willkürlichen Macht und Kriegslust der Normannen ausgeliefert war, unter einer gemeinsamen Idee zu vereinen, nur als genial bezeichnen. Vor Urban mochte sich manch ein Kleriker oder Denker dieser Zeit den Kopf darüber zerbrochen haben, wie denn ein Europa, dessen Machtbegriffe zunehmend in immer kleinere feudale Einheiten zerfielen und dessen Fürsten und Könige zunehmend an Macht verloren, während autonom lebende Ritter erstarkten, wie denn ein solches Europa langfristig seine Grenzen behalten sollte, ohne schließlich von dem deutlich besser und stromlinienförmiger organisierten Islam überrollt zu werden. Urban hatte dieses Schicksal mit einer Idee ausgehebelt. Die Mittel, die er dazu ergriff, waren alles andere als fein. Und sie waren auch nicht allzu sehr der Wahrheit verschrieben. Rückwirkend gesehen waren seine Methoden recht abscheulich und stellen einen Fall von maßloser Kriegshetze dar. Doch sie waren effektiv. Und sie veränderten auf lange Sicht die Geschichte Europas zugunsten des Christentums und zum Nachteil des Islam. Eine sozioökonomische Realität, die wir bis heute sehen und spüren. Und Europa und das Mittelalter sollten nie wieder so sein, wie sie zuvor gewesen sind. Doch dazu beim nächsten Mal mehr.